Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Ebelsbach. So, ich habe jetzt hier beim Ackerbauern die Kalkströme entwendet. Und ja, fahre jetzt erstmal nach Hause und natürlich mal den voll machen, meinen Kalk. Und dann will ich wieder zurückfahren hier hoch und dann will ich hier meine Wiese kalken. Beziehungsweise beide Wiesen. Mal schauen. Voll mal an die Lücke. Was dann übrig ist, das lasse ich ihm dann drin für, keine Ahnung. Macht ja keinen Sinn, wenn ich mit dem Krempel wieder nach Hause fahre. Das bringt ja nichts. Kleine Ausleihgebühr muss ich eh dann abtreten. So ein bisschen kleiner wie der vom LU, aber wird dann ihre Rettungsaktion starten. Wer weiß, muss vielleicht noch der Polizist hier doch noch was. Untersuchen. Warum es da zum Unfall kam und wieso, weshalb. Wie viel Zeit habe ich nicht. Das muss jetzt vorangehen hier. Besten fahrt man erstmal runter. Und am besten mache ich erstmal hier oben die Wiese. Und dann fahre ich hoch. Mach das Ding vielleicht nochmal voll, mal gucken. So, jetzt gehen wir auseinander, jetzt hat den Nutella, okay, auch gut. Na egal. Gehen wir schon irgendwie geregelt. Ah, fuck. Zu weit daneben gefahren, das geht ja gar nicht. Wenn das aber sich schon ordentlich machen. Ja. So, machen die Ecken auch mit. Muss ja alles gemacht werden. Da habe ich Getreide mit angesehen. Oh nee.
Das ist ja bares Geld. Wenn ich jetzt mit meinen Wiesen hier mein Heu selber habe, Stroh habe ich auch selber. Hier ist die Silage, die muss ich gucken, dass ich die von der BGA den günstig abstaube. So irgendwie. Dann ist das ein rentables Geschäft hier. So die Richtung. Ja, kleiner Wurfteller, oder? Macht ja 12 Meter vielleicht, oder? Das ist nicht wieder. Er will nicht, er kann nicht, er darf nicht oder was. Ist ein Stück vergessen worden? Oder kann ich das jetzt nicht? So. So. Passt, wunderbar. Oh. Moment. Mal vergessen hier, Männers. Ich habe keine Luft angemacht hier bei euch. Das Sprachbett Licht. So. Sorry. Da ist er. Na, es geht auch mehr ums Spiel wie um mich. Deshalb ist ja nicht so wichtig. Ob ich jetzt da drin bin oder nicht. Ja, wollen wir lange besprechen bei ihrer Feuerwehr? Komik. Fast flächendeckend überall, ne? Was soll ich denn jetzt so viel reinpulvern da noch? Ist ja doch noch einiges, was. Die ist ein gut Stück größer, die Wiese, ne? Hier geht gar nichts. Ich
mir fehlt noch was. Will nicht. Kommt doch nichts mehr. Okay. Dann eben nicht. Dann fahren wir runter. Nochmal voll. Nochmal voll und dann schauen wir mal. Ach, die paar Liter Kalk, mein Gott. Heute Otto sich auch wieder. Passt das? Nee. Alter Vater. So. Die Palette kriegt er dann geschenkt. Oh Gott, die ist zu klein nicht. Mal so. Ja, geht. Ja, wie drüber fahren kann ich ja nicht und das passiert ja nicht mehr. Der steht auch noch da rum. Die sind alle noch bei der Einsatzbesprechung oder was? Boah. Na, ich wurde ja verwiesen. Also ich habe da keine Zeit. Stellvertretender Bürgermeister hätte ich mich vielleicht doch ein bisschen mehr kümmern, aber kann nicht alles machen. Ich glaube, ich muss sogar noch auffüllen, geschweige denn abladen, bei ihm drin lassen. Hier, der steht ja auch herum, ne? Ist auch weg.
Naja, ich würde schon erfahren, was dabei rauskommt mit ihrer Besprechung. Aber gut, meine lieben Freunde, was da rauskommt, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, dann kommt ein Teamspeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung. Bis dann, haut rein. Tschüss.